Moin Moin, mein Name ist Captain Heinrich. Oh, wir sind gerade wieder aufgestiegen. Erste, letzte Runde sind wir abgestiegen. Ja. Planänderung. Also er kann nicht buddeln. Hä? Jetzt kommt hier das Buddelsymbol. Achso, das kommt hier. Scheiße. Ich hab geguckt. Ich hab den hier hinten irgendwo hingeschickt. Dachte mir, hä, wie kann ich denn da jetzt buddeln, ne? Hab überlegt, hier kann ich doch nichts machen, ne? Und jetzt kommt das Symbol hier. Jetzt buddelt der und findet nichts. Okay, also kann er doch buddeln. Dann kann ich ihn doch wieder dahin schicken. Oh, war mir nicht sicher. Hab ihn zurückgeschickt, weil ich jetzt hier ihmchen den Krieg erkläre. Hier unseren Nachbarn quasi. Krieg erklären. Wir die Provinz haben. Oh, hau drauf. Auf Autokampf. Zack. Leave nothing behind. Und ja, ich möchte sie besitzen. Provinz gesichert. Endlich. Wir können eine Provinz gänzlich unter Kontrolle. Genau. Erlasse. Das war sogar erforderlich als Mission. Und stellt eine Provinz ein Erlass. Ja, das ist so easy peasy. Hinterlasst eure Spuren. Errichtet folgende Gebäude. Schmugglerbucht. Piraten. Versteckter Seeräuber. Sind dann wieder Piratenbucht. Genau. Ja gut. Haben wir doch eigentlich hier gemacht. Oder habe ich sie nicht gebaut? Doch, aber nicht, dass das erforderlich war. Ja, dann haben wir endlich die Provinz. Ist leider noch eine kleine, winzige Elfenkolonie. Igitigit. Können wir die abreißen, neu bauen? Wir können sie auf jeden Fall ausbauen. Machen wir doch mal. Hakon würde ich da auch noch eine Runde drin stecken lassen. Damit hier unsere Leute wieder geheilt werden. Jetzt können wir einen Erlass auswählen. Was können wir machen? Rekrutierungskosten. Ja, das Beute teilen. Also... Treue nimmt nicht ab. Das Problem ist nur, unseren einen Typen, den wir haben, der ist leider nicht in der Provinz. Bewegungspunkte auf der Kampagnenkarte hilft uns alles nicht so weiter. Plus für Zombies, Wachstum, Bewegungskapazität. Öffentliche Ordnung ist gegeben, also das brauchen wir jetzt nicht. Belagerung, Munition, globale Rekrutierungskapazität. Achso, minus 20% für feindliche Armeen. Es kann sein, dass der nämlich gleich rüberkommt, hier durch die Mitte. Rechne ich eigentlich schon fast mit. Soll er ruhig die Blutsümpfe und so einnehmen. Aber ich mache das mit dem minus 20%. Das machen wir einfach mal. Und Pockenmarsch können wir jetzt noch weiter ausbauen. Fantastisch. Ach, hier habe ich auch was für die öffentliche Ordnung gebaut bei Pockenmarsch. Baue ich jetzt aber nicht aus. Hier können wir auch noch mal... Erst die Verteidigung. So, dann haben wir immer noch Geld, dann können wir endlich mal die hier weiter ausbauen. So, der rekrutiert noch. Den habe ich jetzt ein bisschen besser ausgebaut, weil ich damit rechne. Oh, der hat es sehr treu ist als uns. Maximum. Wahrscheinlich durch die Einheiten oder so. Ich weiß nicht, wo die Einheiten sind. Wenn er jetzt hier eine Runde noch, dann wird er irgendwo mal einmarschieren. Einfach nur, damit wir, falls er eine Armee hat, die Aufmerksamkeit hier auf Peda lenken. Nicht nur auf Hakon. Und dann machen wir die erstmal platt. Ist doch ein Plan, oder? Dann schaffe ich mir jetzt noch mehrere Helden ran. Jetzt weiß ich ja, wie der Held buddeln muss. Ach, jetzt wollte ich eigentlich machen. Wir hätten noch rekrutieren können. Scheiße. Ah, da ist eine Hauptarmee.
Der Sterntor. Ich glaube, habe ich am Anfang keine Bedacht gegeben, ne? Ich glaube auch, das war am Anfang eine Ruine und sind daran vorbei und haben das einfach eingenommen. Gucken wir uns gleich mal an, wie groß die Armee ist. Vielleicht stellen wir uns einfach den Kampf. Wie sieht's denn hier aus mit... Wenn wir jetzt Harkon wegbewegen? Die immer noch glücklich, oder? So, läuft. Na gut, gehört zur selben Provinz. Wir können jetzt mal hier schnell fahren. Und dann kommen wir nämlich quasi bis dahin. Wunderbar. Und können gleich einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Wenn das nur eine Armee ist, sehr gut, der rüstet er jetzt auf. 13 Einheiten hat er. Er hat 17. Ich würde sagen, wir greifen da noch nicht an. So, Kriegslokal halt noch ein paar Einheiten. So, wenn er aufrüstet, rüsten wir auch auf. Immer noch. Achso. Ja, dann geben wir hier. Das ist krass, was wie stark jetzt hier die Kolosse und die belebten Kolosse und die Leitheimsucher und meine Kavallerie quasi, sage ich mal, noch werden. Die kriegen ja echt extrem noch Angriffsbonus, Geschwindigkeit, Waffenstärke, Nahkampf, die werden gut. Dann haben wir jetzt erstmal gut unsere Einheiten über Harkon, zumindest bei Harkon, aufgerüstet. Das ist unsere Hauptarmee. Dann ziehen wir jetzt mal den Echsen das Fell über die Ohren. So, der folgt uns einfach. Hat da hinten nichts mehr zu tun. Seine Länderei haben wir ihn ja weggenommen. Ach, unbedingt einen Held rekrutieren. Unbedingt. Die Küstenfestung übernehmen wir da nicht. Wenn wir da angreifen, werden wir einfach nur da eine Piratenbucht einbauen. So, Schlachtplan, vorwärts. Habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. My madness is not weak. So, er hat ja 20. Greift er an? Was meint ihr? Was meint ihr? Ist das überhaupt der? Ach, der ist schon wieder der Manische. Oh, der war auf Platz 10. Holen wir uns den? 16 Einheiten. Ich glaube, das ist wieder so ein Punkt. Speichern wir mal kurz zwischen. Und dann gehe ich doch mal gegen den Manischen vor. Nicht, dass ich hier einen Zwei-Fronten-Krieg habe. Machen wir erst den Manischen Platz. Und dann kümmern wir uns... Ach, du bist ja auch noch da. Ach, jetzt auch den Agentenplatten. Egal. Apropos Agenten. Ah, nee, wir haben keine 1000 Gold. Wir warten. So. Den Karton kannst du zerbeißen. Er will eigentlich immer noch, ist immer noch bei 13. Und er ist fast vollzählig. Können wir dir noch was geben? Voll bist du ja noch. 3 leblose Körper, 3 Kolosse. Oh, ich kann mich da nicht klagen. Global dauert alles zu lang. Noch ein Koloss. Wir kämpfen ja gegen starke Infanterie. Muss man immer bedenken. Ah, wir müssen Geld sparen. Ich warte noch mal eine Runde. Ich will lieber noch mal einen Agenten haben, damit wir hier die Schatzkarten mal... Würde ich einfach hinschicken. Kann er 10, 20 Runden laufen, ohne mir auf den Sack zu gehen. Kann er nach einem Schatz suchen. Ihn möchte ich da jetzt nicht hinsenden. Der soll doch lieber in der Nähe bleiben und feindliche Agenten eliminieren. Der andere kann dann hier runden lang rumlaufen und zur Not auch sterben. Schreit kein Anna. Kriegt keine Anna. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht greift uns ja der andere ja automatisch an. I might kill you, but worry not. Achso, die wollen. An empty vessel still has a purpose.
Nicht Angriffspakt. Ja, solange es keine Insel ist, die ich haben möchte, können wir das gerne machen. Na doch, die eine Armee wird da schon groß. Die ist jetzt voll. Ah, 17 doch. Soll er eher mich angreifen? Ich hoffe, alles, was ich gemacht habe, ist jetzt klug. Can I offer you some blood infused rum von mir? Ja, ich kenne dich nicht. Halt mich eh nicht an sowas. Ich bin Pirat. Bin ich ehrenhaft. Oh, der hat einen Mammut. So, zwei große Schlachten. Denied. Und ein Drache hat er ja gehabt. Scheiße. Frostwirm oder sowas. I am listening. Ich versuch's trotzdem. Attacke. Murder them. 50-50. Eieiei. Back off! Eigentlich, ich würde sagen, 60-40 oder 55. Loyalty is at a premium. Also, er hat ein bisschen mehr Vorteile. Was können wir, was müssen wir machen? Das Mammut kommen wir nicht an. Das Mammut kommt an. Da kann ich nichts machen. Das wird durchlaufen. Die Infanterie muss sich um diesen Drachen kümmern. Sonst kommt er nicht schnelles bei ihnen an. Oder zu mir. Er hat sogar, glaube ich. Also, er hat ja keine Fernattack-Waffen, das glaube ich die hier. Die werfen einfach Äxte, die haben kurze Distanz, vielleicht die auch noch. Wir müssen unbedingt die Nahkämpfer und das Mammut, Nahkämpfer und halt diesen Drachenwurm da. Die sind eigentlich die schlimmsten Einheiten, für die wir uns in Acht nehmen müssen. Jede Infanterieeinheit, die verreckt, ist eine gute Infanterie. Ja, Queen Mush. Komm her. Leg dich wieder neben das Mauspad. Alles gut. Nur weil das eine Maus ist, heißt es nicht, dass du die haben musst. Tragen musst. Da sein musst. So. Und wir sind schon wieder auf dieser Map. Map wird häufig gespielt anscheinend. Gut. Wie immer, Kanonen da vorne hin. Warum kriege ich immer diese Map? Wenn wir da Piraten angreifen. So, Aufstellung starten tue ich schon. Flankieren, ich weiß es nicht, ob es da Sinn macht. Könnt's noch mal mit denen hier versuchen. Machen wir vielleicht auch mit denen. So, da das starke Nahkämpfer sind, werde ich das diesmal anders machen. Packe diesmal die Kolosse in die Mitte. Erstmal hin. Ich weiß nicht, was das, ob der Kavallerie hat oder doch oder nein. Wir können ja gucken. Die werden ja sonst irgendwie. Ah, der Drache. Alter Schwede. Zweikopfdrache sogar. Eieiei. Ja, der macht mir Angst. Der muss sterben. Kommst gleich mal dahin. Attacke. So, nur gegen Infanterie. Hat er Magiezauber? Ne, irgendwie Malstrom. Das ist nicht schlecht. Können wir hinter. Vielleicht hinter den Feinden tun? Krakensog, minus 10 Geschwindigkeit. Okay. Weiter.
den Krakenstrom, der kommt dann auf die. Ah, die haben irgendwelche Zombie-Läufer, Hautwölfe, okay. Vielleicht packen wir doch mal die rein. Drei Einheiten wurden entdeckt, damit habe ich gerechnet. Attacke. Oh, warte mal. Pause, Pause, Pause. Wir brauchen jetzt diesen Zauber. Ach so. Können wir jetzt nicht so eine Einheit geben? Kann ich diesen Drachen verfluchen? So, der Drache will's wissen. Attacke. 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 Kanonen immer in die Mitte da, genau drauf. Attacke. Attacke. Ah, diese Wölfe halten uns da echt auf, ey. Bleiben hier meine Leute. Harkon, du musst kämpfen. Wenn du schon mit drin bist. Okay. Ihre Mitte bricht zusammen. Das heißt da drauf. Die gehen nur noch auf den Sack. Den Hellcut machen. Zurück! Lass sie davonlaufen! Boah, die machen da echt unsere. Die Wölfe sind stark. Jetzt muss nur noch das Mammut fallen. Und da kommen sie auch wieder. Motiviert, die Schweine. Gleich wieder rennen. Wo meine Einheiten verrecken da. Feindliche Kommandant ist verwundet. Das heißt, wir haben wieder Einheiten frei. Jetzt sind sie rasend. Die Einheit ist zumindest rasend. So, die Queen hat gleich ausgeschossen. Oh, jetzt sind sie alle am Rückzug. Munition ist aufgebraucht. Wir haben gewonnen. Haben aber auch starke Verluste hinnehmen müssen. Die Wölfe waren echt hart. Ich lasse noch ein bisschen nachschießen. Tötet sie alle. Das Mammut muss noch sterben. Erst dann mache ich weiter. Tötet das Mammut, ihr Idioten. Ich hoffe, wir haben jetzt da die Piratenarmee komplett zersäbelt, aber wir sind auch ja, echt starke Verluste. Ah. Held ist weg, Wurm ist weg, Mammut lebt noch.
Sirenen sind auch tot, die haben gar nichts gebracht. Ich weiß aber auch nicht mehr, gegen was ich die Sirenen gehetzt habe. Ich glaube, das war irgendeine starke Einheit. Dann müssen wir uns erstmal wieder schön erstmal neue Einheiten besuchen. Das wird ein bisschen dauern. Wir führen noch Krieg gegen jemand anderen. Plünderer des schäumenden Golfs. Ja, den Drachenwurm haben wir früh platt gemacht, aber leider kam halt der Mammut an. Und die Nahkampfeinheiten, wie gesagt, die haben ganz schön reingehauen. Aber die haben diesmal auch nicht auch gut gekämpft. Muss man ja mal sagen. Die Wölfe habe ich unterschätzt. Ich dachte, es wären leichte Einheiten. So leicht waren sie aber nicht. Weil die haben ganz schön einen auf die Nuss gekriegt. Alle. Was lädt da jetzt so lange? Hallo Computer, ein bisschen schneller. Ja. Wo hat sich der Balken bewegt oder habe ich mich gerade nur... Boah, es kann doch nicht so sein, ey. Lädt noch, ist ja hardcore. Wie lange der lädt. Ach, mir fällt auch gerade auf, wir haben eine Elite-Einheit. Müssen wir aufpassen, dass die uns nicht mal wegsterben. Klingt man, glaube ich, nicht so leicht wieder. Starke Verluste beim Feind. Oh, ein bisschen Geld haben wir gekriegt. Sag mal Einheiten. Damit wir das Schiff gleich nochmal angreifen können. Jo, und auch den haben wir angegriffen. Und gleich hinterher setzen. Sonst werden wir wieder stark und greifen uns wieder an. Und komm, mach. Bad Hovel. Jetzt haben wir noch stärkere Verluste. Into the ranks they go. No pirate greater. So, Plünderer sind tot. You say something. Meine Elite-Einheiten leben noch, Gott sei Dank. Schnell ab mit mir nach Hause. So, haben wir alles verloren. Oh, die sind neu. Salz. Irgendwelche Krabben da. Bomber. Hier rekrutieren kann ich sonst nicht, oder was? Na gut, machen wir nächste Runde dann. Können wir jetzt ihnen irgendwas geben, damit die Rekrutierung günstiger wird? Einkommen, Überfälle, Einkommen. Aber Brandstifter gab nochmal Geschossschaden. Was? Na gut, dann machen wir mal Führerschaft. Ja, komm. Und hier warten wir auf den Angriff. Also ich greife den nicht an, oder? Nö, wir warten. Kannst ja mal ihn versuchen zu eliminieren. Ein Erfolg.
Ach so, und dann können wir ja auch mal einen Helden rekrutieren, ne? Leitheimsucher haben wir. Hier ist ein Captain der Vampirflotte. Ach, sehe nicht. Teuflisch. Wir nehmen den Teuflischen. Fleet Captain reporting. Fleet Captain reporting. Ja, ich wollte schon mal hier, ne? Du kannst ja nächste Runde mal hier schön höhlenweit laufen. Ist viel zu tun. Ah, Sternturm können wir auch weiter ausbauen. Weil wir müssen ja eigentlich erstmal unsere Armee stärken. Von Harkon. Mal gucken, was die hier machen. Den möchte ich mich jetzt eigentlich auch nicht anlegen. Und er greift mich an. Gut, dann hauen wir ein paar Echsenleute nochmal auf den Kopf. Ich glaube, er war ein Zauberer, ne? Ich hoffe, wir haben... Nee, offenes Feld. Ja, diese Festung gibt es halt bei Warhammer nicht so häufig. Meistens die Hauptstädte, die immer Festungen haben. Eine Belagerungsschlacht hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, die haben T-Rex. T-Rex und die Krokodilkämpfer, die sind ganz böse. Hier könnten wir jetzt auf... Wir warten ab. Weniger. Ah, toll. Aufstellung starten. Scheiße. Sind auch gleich so nah dran, die Schweinebacken. Tür. Lass mal alles weg. Alles weg. So. Kolosse. Oh, lassen Sie hier auf die Mitte zulaufen. Das ist ja halt so ein bisschen geteilt. Das ist gar nicht so gut. Ja, eine Salve schießen. Dann nach hinten laufen. Ist die Taktik. Durchbricht, gehen die dann dahin. Er greift hier am besten gleich den Saurier an, wo immer der ist, der Große. Habe ich da noch vergessen? Oh ja, die lebendigen Freunde. Die schicken wir auf Nahkampfeinheiten. Quasi alle getarnt hier. Die lassen wir noch da. Und der Magier in die Mitte. So. Start. Lassen wir sie kommen. Kurz Pause. Alle wie ihr seid, bitte auf den T-Rex. Von denen habe ich am meisten Angst. Oder auch nicht, ihr könnt wieder nach Hause rennen. Okay. Gehen wir jetzt da zurück. Und hier machen wir kurz Pause. Das sieht scheiße aus. Aber ihr lauft ganz schön mal zurück. Und ihr bitte alle
warte mal, Pause. Haben wir nicht irgendwie einen Zauber? Können wir dir irgendwas verlangsamen? Generation? Da warte ich nochmal. Der Magier. T-Rex läuft durch. Attacke. Attacke. Geh wieder dahin. So, Pause. Das nackt. Wer? Wunderbar. Attacke. Attacke. Hier läuft auch dahin. Attacke. Ich lock sie da ein bisschen in die Falle. Attacke. 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 So. Attacke. So, Feuer. Ja gut, meine Pistolenleute werden da gerade abgeschlachtet. So, jetzt könnte man die Magie mal gebrauchen. Ah, die Leute haben mich so durchgeschlagen, wie ich es gerne hätte. Ja, der T-Rex macht sie alle platt. Oh, wir brauchen mehr Magie hier, glaube ich. Ah, solange der T-Rex nicht tot ist, ne, haben wir hier kein Problem. Das ist ein großes Problem hier. Wir haben hier gerade keine Möglichkeit. Scheiße. Na, die sind gleich auch tot. At your service! Ah, ein bisschen mehr wieder, okay. Aber auch nur ein bisschen. Aber die sind gerade echt keine Chance. Gut, schießt die nächsten da kaputt. Oh, ich hätte den unterstützen sollen, das gleich weg. Tja, hilft nichts. Nahkampf. Jetzt laufen sie alle weg, scheiße. Gut, ich glaube, die Schlacht haben wir verloren. Irgendwie nicht weg. All aboard. Overboard. Enemies wild. Nein. Ach, diese
meine Scheißfeigen schützen. Ja, Peter, tut mir leid. Nahkampf, macht sie Platz. Jetzt muss jede Einheit irgendwie sterben, wie es nur geht. Die dürfen nicht wiederkommen. Ah, der T-Rex nervt auch. Ist schon komplett durcheinander. Durchgebrochen. Scheiß Echsen, ey. Der T-Rex kommt. Ah, nicht mehr drauf schießen, Fenter. Das ärgert mich nur wegen Peter, ne? Also Peter war ja mittlerweile doch sehr treu und ja, schade. Das war's. Definitiv. Jetzt machen sie die restlichen Platz. Kam zu leicht durch. Das ist das Problem, wenn man gegen Einheiten kämpft mit starker Infanterie. Hm. Hier, 105 hatte eine Hugo. Die anderen beiden waren nicht so effektiv, leider. Ja, die Kolosse in die Mitte. Der eine hat 74 getötet. Aber das Problem war, glaube ich, hauptsächlich der T-Rex und dass unsere Flanken eingebrochen sind. Unsere Mitte hat sich aufgelöst, eigentlich alles. Schade. Schade. Da brauche ich auch nicht neu laden. Einfach. Scheiße. Ja, Peter, tut mir leid. Gestohlen wurden wir auch. Beweg dich normal. Wir greifen von den Blutsümpfen und diese eine Stadt, die radiere ich aus. So. Du wirst jetzt ihn da ein bisschen stören. Curse my crowded psyche. Bin ich sauer. Davon haben wir ja noch genug. Sonst irgendwas Großes, Starkes. Gegen große Feinde. Er vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Er hat einen T-Rex. Aber nee. Um jetzt davon. Das wird jetzt meine Infanterie. Die waren körperlos, versucht entsetzen, entfesselte Angriffe. Nahkampf 23. Bin soll. Völliger, jetzt machen wir einfach. Kann Hakon hier auch nochmal eins?
Gut. Dann sind wir schon fast wieder bei voller Sollstärke. Können wir uns noch irgendwie zwei... Na, können wir einen erwecken. Oh, warte mal, wir können wegnehmen. Und den. Kriegen wir jetzt irgendwie noch so eine Schussinfanterie her? Nee, okay. Lokal. Den vielleicht kriegen. Lokal den nehmen. Und dann den. Super, dann sind wir nächste Runde dann quasi wieder up to date. Ja, die haben sie geschwächt. Ach, jetzt habe ich kein Geld mehr, um zu reparieren. Ist ja nicht schlimm. Dann verlieren wir halt da die Stadt. Das ist mir nicht so wichtig. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Danach gibt es die große Rache. Darüber springen wir und würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Wenn wir halt die Echsenleute eliminieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne noch ein Like oder ein Abo da. Oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.